Den kennen wir tatsächlich gibt's, auch, gibt's ja. Gibt's hier Monster? Aktuell sind sie nicht aktiv, also die sind zumindest nicht zum Spawnen, aber unten im Keller, im Baumlager, ist ein kleiner Monster-Spawner, da spawnen sie schon. Aha. Also es ist nicht ganz friedlich, weil sonst hättest du ja keinen Hunger und würdest keinen Schaden bekommen, beziehungsweise ja. Stimmt, stimmt. Ja. Okay. Aber den müssen wir ja anmachen, wenn wir Comet haben wollen, oder? Ja, machen wir dann auch, aber wir müssen noch ein paar Sachen ausleuchten. Es sind ein paar Gebäude noch ein bisschen dunkel. Achso, habt ihr Angst wegen Creeper und so? Ja, würde man gern vorher noch ein bisschen optimieren. Aber wenn wir das wissen, kann man das bis zum nächsten Mal definitiv machen. Sehr gut. Dann ist es ja kein Thema. Das müssen doch eigentlich gar keine Gebäude mehr ausgeleuchtet werden, oder doch? Doch, mein Haus. Zum Beispiel. Ach, der Dachboden, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Ah. Oder ihr packt noch, wie heißt das? Die Torches. Megatorch drauf? Ja, die hatte ich tatsächlich mal probiert, ne, nach Back to the Woods, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung gehabt, welche ich dafür brauchte. Ah, okay. Die kann man. Bei der Version ist das, glaube ich, Megatorch. Ja, genau, Megatorch heißt sie, glaube ich. Lass mal gucken, ne, was wir da jetzt haben. Übrigens nochmal Hallo an alle im Chat, ne? Torch? Ah, ne, drauf habt ihr die nicht, ne? Nein, noch nicht aktuell. Wie gesagt, okay, wir müssen das Mockpack ja nochmal aktualisieren, weil wir haben ein paar drinnen, die wären eigentlich dekotechnisch gewesen, so Schulmöbel, ne, und die Spinde und so, das zeigt es nicht an, das ist irgendwie buggy. Und die nehmen wir dann raus. Ja, man muss halt gucken, welche Mod funktioniert am besten. Genau. Mockpack auch, ne? Genau, wir nehmen die dann raus und dann schauen wir mal, dass wir noch ein paar andere eben reinnehmen, unter anderem den Sortiermod. Mhm. Und dann schauen wir dann nochmal, wenn wir dann nochmal optimieren. Vorher natürlich selber. Ach, guck mal, jetzt kann ich bestimmte Blöcke erst kaputt machen. Echt? Okay. Krass. Pick Iron Block. Photovolt Panel. Vorher hätte ich ihn nicht kaputt machen können. Cool. Was baut ihr denn hier ab? Erstmal nur Andesit. Weil wir das ja auch brauchen. So, warte, wo habe ich jetzt ein Main? Weißt du, ob das einer anders sieht? So, habe ich jetzt einen Drawer drin? Ich glaube, irgendwo hier. Wir haben ja tatsächlich doch schon. Ach, das ist die Leitung, ne? Viking von uns, vom Haus. Leitern, ja. So, und jetzt müssten angeblich. Jetzt sind die Zahlen drin, wie der Peter gemeint hat. Ah. Welche Zahlen? Ach so, da, okay. Lager, genau. Haben wir gerade noch gemacht. Sehr gut. Sinn dran. Technikkeller gibt mir Novus-Vibes. Hatte ich da einen Technikkeller? Da war doch alles Technik. Technikkeller? Wo haben wir einen Technikkeller? Nee, nee, bei einem anderen Projekt. Achso, okay. Bei Novus. Schnell den Knopf auf dem Stream Deck drücken. Was passiert dann? Auf welchen? Stimmt. Also deswegen. Ah, jetzt weiß ich. Ich habe einen Witz gemacht. Wie viel hast du aber jetzt eigentlich? Ne? Du hast das große, das XL, das. Ich glaube, ich mehr. Ja, ich habe ein großes für den Stream-PC, ein großes für den Gaming-PC. Mhm. Und das Stream Deck Plus mit den vier Reglern nochmal für den Main-PC. Genau. Das mit den. Drehe ich dann halt, keine Ahnung, die Spiele runter oder hoch. Du hattest, glaube ich, die, ne, die violetten Knöpfe, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, genau, genau. Ah. Und ich habe noch ein Stream Deck XL vorne im Büro, also im Keller. Die haben mir aus Versehen noch eins geschickt. Und dann habe ich noch ein Stream Deck Neo für oben. Okay. Aber für weitere Videoprojekte. Das Neue, ne? Die neue Serie, die weiße kleine Serie. Ja, genau. Ja. Warte. Und was ich noch hier habe, warte, ich bin sofort zurück. Alles gut. Nur kein Stress. Kistenbug. Jetzt kommt's, warte. Das ist halt für spätere Videoproduktion noch. Ja. Auch mal bei dir rein? Ja. So. Ich habe hier das Stream Deck Neo. Ich weiß nicht, wer das kennt. Warte, ich mach einmal den hier. Das ist die Neo-Serie. Das ist die ganz neue. Kennst du die Viking? Nee. Das ist quasi ein weißes mit 8 Knöpfen, wo unten dann noch eine Uhr drin ist und hier am Rand sind auch nochmal so Sachen drin. Dann Game Capture Neo, das ist halt auch so ein Game Capture Einheit in weiß. Ist ein bisschen andere Zielgruppe, ne? Dann das Wave Neo, das ist halt ein Mikrofon. Dann noch ein Keylight Neo. Das ist quasi eine Beleuchtung. Das
finde ich eigentlich auch ganz schön. Das ist so ein rundes, leuchtendes, weißes Ding. Vielleicht packe ich mir das auf eine Kamera. Das wäre, glaube ich, cool. Und was auch noch kam ist, und was jetzt vor einer Woche, glaube ich, rauskam, ist der Lightstrip Pro. Den wollte ich mir in meinem Computerschrank bauen, den ich gerade aktuell zusammenbastel. Und ja, das ist soweit so gut. Ich glaube, der Computerschrank kommt, by the way, nächste Woche. Der wird aber noch nicht eingebaut. Und danach müsste wieder was von Homatic kommen. Homatic IP. Wem muss man da jetzt seine Niere verkaufen? Damit man das alles kriegt. Ja, das ist halt die bezahlte Partnerschaft mit Elgato. Ich weiß schon, ja. Ja, oder weniger. Ich glaube, ich hatte das mal geschickt, ne? Ich muss immer bei dem Elgato-Männchen an dich denken. So wegen der Cap und allem. Ach so, okay. Ja, immer wenn ich das von denen sehe, denke ich mir immer, oh, Peter. Da bin ich. Ja, genau. So, können wir dir irgendwas helfen, ne, bei den Create-Sachen? Können wir irgendwas vorbereiten? Warte. Add Create. Also eigentlich bräuchten wir eine Menge Shafts. Dafür bräuchten wir halt Understeed und Iron Nuggets. Also Understeed, weiß nicht, wie viel wir haben oben. Ja, also Iron Nuggets soll uns wirklich nicht fehlen. Ich weiß nicht, wie viel 1000 wir mittlerweile haben, ne? Sehr gut. Also wir brauchen auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, 2 Stacks Shaft, 2 Stacks Cogwheels und 2 Stacks, ne, 1 Stack große Cogwheels. Damit kommt man, glaube ich, schon mal weiter. Ja, ich muss auch gerade gucken. Er hat es natürlich Cock-Wheels. Wieder auf Englisch. Er hat es wieder auf Englisch, ne? Habt ihr es auf Deutsch? Ja, natürlich. Das können wir doch nicht machen. Ja. Wie bei Gronkh, da mit Tobi. Da waren so ganz komische Wörter, wo ich mir dachte, was suchen die denn da? Ja. Wird uns genauso gehen, ne? Ja. Genau das Gleiche. Okay. Ja. So, was war das jetzt? Was brauchen wir? Ja, ich hab's mir auch gedacht. Ich hab sogar bei Peter... direkt Server lieben. Oh Gott. Ich muss den Kristallwachstumsbeschleuniger bauen. Was? Ach so, ja. mit Zertusquarz, ne? Ja, genau, wer kennt ihn nicht. Wir haben übrigens auch was, wo man schön kurbeln kann, ne? Echt? Ja. Eine Kurbelmaschine. Das ist auch keine Jukebox. Nee, wir haben eine Rührschüssel. Kannst du da auch hinstehen und dann singen. Achso. Eine Rührschüssel? Ja. Wo komme ich denn hier nochmal dran? Guck mal, 26 schon. Ich bin gespannt, ob es sich unten verläuft irgendwo. Ne? Natürlich nicht. 10 auf der Karte. Was ist das denn? Ah, ne, kann ich ja nicht abbauen, ne? Minecraft Level Iron. Verdammt. Wenn du irgendwas brauchst, dann. Und wir müssen was abbauen, dann sag Bescheid, ne? Genau, ich streue einfach. Ja, genau. Level Iron. Gegner wären geil. Ja, die waren dann schon. War das kaputt? Ja, wahrscheinlich. Wir optimieren und dann gibt's Gegner. Sehr gut. Ja, kein Thema. Genau, ja. FBI, open up. Hab gehört, ihr habt das Spiel auf Englisch, auf Deutsch. Nein. Also, du hast gesagt, du brauchst Andesit, ne? Ja. Andesit und Eisennuggets, genau. Hey, hier ist alles voller Diorit. Mist. Ich weiß nicht, ob das einer anders sieht. Ah, okay. Jetzt hast du es gehört, sehr gut. Ja. Einmal lachen drücken hier. Ja. Oh Gott. Genau, Aluhutträger. So. Da ist Andesit. Ist das schon genug Andesit dabei? Ich baue hier gerade ab. Level Stone, selbst das kann ich nicht abbauen. Was ist denn jetzt? Was level ich hier mit? Ah, schön. Zu hören. Ne? Excavation. Ich hab das nur Feuerwerk! Feuerwerk! Ja, ich bin auch gerade unter Tage. Ich hol mal gerade Andesit. Gerade Party im Keller. Ja, ich bin nicht weit weg, ne? Ah, oh, goldene Schaufel und die Steinschaufel kann ich auch benutzen. Schnell, Alter. Welchen Level hab ich denn jetzt bekommen? Du kannst aber dann nur die Steinschaufel, ne? Kannst du nichts anderes aus Stein nehmen, glaube ich. Ja, okay. Das war schon mal gut. Also ich zeig's normalerweise immer links unten an, ja, was dann benutzen kannst. Ich finde das mal cool, dass man das so hochlevelt. Wie findet der Chat das? Das ist doch mal eine Abwechslung, oder? Bin ich gespannt. Ja, was ist eine andere Schaufel jetzt? Habe ich nur eine gebaut? Nee. Wir haben gesagt, es ist entschleunigend.
Ja, und gerade am Anfang überhaupt nicht nervig. Das stimmt, ja. So gar nicht. Na ja, gut, am Anfang muss man erstmal reinkommen wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Da denkst du immer, oh geil, ich mache mir jetzt eine Eisenspitzhacke, weil endlich Eisen gefunden hast und dann merkst du, oh nein, alles umsonst. Ja. Ja, geht doch nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist ein bisschen entschleunigend. Man hat es auf einmal nicht mehr so eilig. Ja, geht, ne? Ja, ich glaube, viele auf der Bedrock Edition spielen Minecraft wirklich auf Deutsch, also im Konsolensektor und so. Da ist das, glaube ich, wirklich sehr vertreten. Ist es da, wird da überhaupt nachgefragt oder geht man dann, also geht dann Minecraft automatisch von der Einstellung des Geräts aus? Also? Ich glaube, das geht wirklich vom Gerät aus. Ja, das denke ich mir fast, dass der vielleicht zugreift da drauf. Genau, kein Feuerwerk in geschlossenen Räumen. Oh, war das nochmal? War halt von mir irgendwo, ne? Was ist unten links? Da steht jetzt Vein Limit und Vein Ability. Ich habe keine Ahnung. Ich ignoriere es seit Wochen gekonnt. Okay. Wie war das? Ich bin nicht hier, um zu denken, sondern um zu lenken. Wo war das denn? Schwarzenegger. Ach so. Bei seiner Wiederwahl oder bei seiner Wahl allgemein, glaube ich. War auch nicht schlecht. Oh, warte mal, ich bin ja gelevelt. Also Andesit haben wir jetzt... Anti-Blocks wegmachen. Andesit ist auf jeden Fall da, genügend. Sollte dir reichen. Ich habe ja dauerhaft echt eine Lage gehabt, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, aber das brauchen wir ja zum Bauen, ne? Ach Quatsch. Oh, keine Ahnung, die brauchen wir zum Bauen. Nee, wo denkst du hin? Wo denkst du hin, genau. So. Sollen wir dir irgendwo das Sach dann hinlegen? Ja. Lokal in deinen Keller oder so? Ja. Okay. Komm gleich hoch. Alles gut, kein Stress. Ist eh Nacht. Da passt mal nichts. Ich glaube, ich sollte schnell nochmal die Leiter abbauen und die Falltür, damit er nicht wieder rausfindet. Ja. Dann, hä, wo war das denn nochmal? Ja. Ich grab mich wahrscheinlich eh irgendwann gleich irgendwo hoch. Was? Oder bin einfach tot. Aber Spawner an sich funktionieren noch, oder? Ja, Spawner funktionieren. Ja. Wie gesagt, unter dem Baum sind drei Spawner. Ich meine, zwei sind geschummelt, sind wir ganz ehrlich. Aber einer war da zum Aufleveln auch. Ah, das war im Simpsons-Film, wo er dann Präsident war. Ach, da haben die das auch gemacht. Okay. Schwarzenegger-Parodie bei den Simpsons. Ja, genau. Richtig. Aber eigentlich ein geiler Satz. Ja. Nicht hier um zu denken, sondern um zu lenken. Ja. Das bleibt ja aber im Kopf. Denken machen die anderen, oder? Oft, ja. Oft. So, ich wollte eine Kiste holen. Eine Kiste. Ja, eine Kiste, genau. Baue mich mal mit Tuff drüber. Kisten. Oder magst du lieber Fässer in deinem Keller? Nee, alles gut. Doch, Kisten. Okay. Building unlocked. Was habe ich unlocked? And unlocked? Nix. Toll. Was? Die untere Kiste davon? Nein. Ich habe eine Kiste gefunden. Bekomme ich jetzt Schatzsucher 3? Pass auf, wir haben auch Mimics drin, ne? Ah ja. Die sind auch aktiv, sobald du hingehst. Ja, aber ich glaube, da unten in der Ecke sind keine mehr. Nee, ich glaube, da haben wir schon alles abgefarmt, aber ja. Aber ich habe eine Kiste gefunden, die ihr noch nicht hattet. Also bitte. Oh, ja, dann war da doch in einem... Ja, gut. Okay. Da ist sogar ein Bett und ein Fass. Ja, gut. Mit Minecarts drin. Was? Mhm. Das ist auch geil, weil es das Lagerfeuer an sich brennt, aber nicht das Lagerfeuer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die jetzt kann ich abbauen. Kann ich erst in 15 Stunden. 15 Stunden Mining. Ist das ein Stein? Ist das eine indirekte Beschwerde? Nein, ich bin sehr gut. Also, dann holen wir mal noch Eisen. Für den Professor. Okay. Die Steine abzubauen ist echt doof, aber ich will trotzdem immer weiter runtergehen. Danke, Black Dude, für dein Follow. Hui. Genau, falls ihr wissen wollt, wer die anderen sind, ihr findet die Links im Titel. Darauf kann man einfach klicken und dann auf Folgen drücken. Wenn ihr sehen wollt, wie die Welt hier weitergeht. Oh, noch ein Lager.
Ich würde sagen, sogar eine Eisenaxt kann man die noch nicht benutzen. Ja, das dauert nicht lang. Ne? Also, ich meine, Eisen schon, aber Stein sollte ich ja relativ schnell eigentlich gelevelt haben. Ja, ich glaube nicht. Geht nochmal schon. Relativ zügig. Bist du dir sicher, dass es so schnell ging? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir hatten es auch an einem Abend eigentlich. Stein. Staufel. Die Staufel habe ich doch schon. Die Staufel, ja. Die gute Staufel. Hast du mal Dias, ein Dia, noch ein Dia. Was auch geil ist, ne, du bekommst aus Dias bekommst du Diamanten zum Teil raus. Nein, andersrum, aus Diamanten. Ja, aus Kohle. Kohle bekommst du Diamanten raus. Ich wollte gerade sagen, oh, wie krass, dass ich da raus Diamanten kriege. Ja, doch, ab und zu kriegst du einen Treasure, ne? Kriegst du mehr Diamanten. Sag doch mal, you found a treasure. Buddeln geht aber echt wahnsinnig schnell. Das ist nicht ausgelevelt. Itzlots, dankeschön. Oh, Entschuldigung. Alles gut. So. Musst du kurz was gucken? Ja, paddelst du schon wieder? Nein, wo denkst du hin? Du willst wieder heimlich paddeln leveln, ne? Auf der Erde, natürlich. Im Trockenen. Ja. Trockenübung. Ach ja, mache ich in der Tat wirklich. relativ selten, aber Rudergerät ist ja nichts anderes, ne? Ja, das stimmt. unter meiner Veranda sind noch tatsächlich eine Kiste, da sind einige Rucksäcke drin, also falls du mal mehr brauchen solltest, ne? Weil die kommen ab und zu bei den Zombies raus, wenn man die umklatscht. Okay. Apropos Rucksäcke, da sind, glaube ich, unten bei den Spawnern wieder 3 oder 4 weitere. Um Gottes Willen. Noch mehr. Ein Skelettrucksack ist auch dabei. Skelettrucksack? Ja. Deepslate dauert echt lange zum Abbauen. Ja, kannst du den überhaupt abbauen, ohne dass er kaputt geht? Nee. Das kommt mit dem Alter, mit dem Vergessen? Nee, das ist jetzt Quatsch. Was für ein Rudergerät ich habe? Ich habe den Water Rover. Den habe ich zum Teil mal echt regelmäßig benutzt. Darf den nur nicht zu krass regelmäßig benutzen. Aber ein bisschen ging. Oh Gott. Und eigentlich wollte ich den mal wieder benutzen, wenn der Keller hier umgebaut ist. Der hast du rückgeschickt. Warum? Was war das Problem? Hat den nicht zugesagt? Oh, ich wollte mich gerade bedienen. Nein. Hast du das? Ja, ich taugt für Schuhgröße 48 nicht. Ah, okay, check. Ah, okay. Oh. Das ist doof. Aber auf was für Sachen man achten muss, ne? Einfach zu gut. Warte mal, ich denke immer, da ist irgendwas. Das ist aber auch kein Fleck auf meinem Monitor, ne? Okay. Jo, Ingo, bis später. Tschüss. Dankeschön. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich es vergessen. Peter bringt mich immer durcheinander. Nee, das kann nicht sein. Endurance, oh. Eieiei. Der Chopping Head, bringt der was vom, beim Abholzen was? Nee, ne? Boah, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall den Villager Head, der bringt tatsächlich beim Verhandeln mit den Villagers was. Also ach, krass, okay. Kriegst dann andere Preise, günstigere. Gute Besserung. Ratiofarm. Genau. Viking, was machst du? Ich mache gar nichts. Warte, hier komme ich noch nach oben. Ja. Lass ich mich halt per Taxi. Aha. Einmal Taxi. Ach, mein Arm ist kaputt gegangen. Du hast die komische Belegung, geh mal weg. Warte. Ja, genau die. Ach nee, dieser auf der Map, der Punkt, der Campingplatz, der ist quasi immer im Bild irgendwo. Das hat mich so verwirrt. Ach so, der Spawnpunkt, ne? Ja, genau, war das immer so weit. Da war ursprünglich um den Waypoint, war da ursprünglich eigentlich eine Dixie-Toilette. Okay. Eine gechisselte, aber das hat leider der Server nicht übernommen. Lol. Wollte er nicht. Ach, der ist schon seit einer Viertelstunde kaputt? Ja, siehst du mal.
Müssen wir jetzt fast Platz machen, ne? Ach ja, stimmt. Jetzt haben wir ja bloß noch einen Chocobo für den Peter, ne? Wir haben keins mehr. Was? Ja, stimmt, ja. Ja. Ein Schokoladenbogen? Nee, Chocobo. Oder wie wir es ja auch liebevoll nennen, Hü-Hi-Hü. Stimmt. Womit man sehr gut im Pulverschnee versinken kann. Ach echt? Einfach weg so? Ja. Das muss höher gehen, wo der Boden weicher ist. Oh, ich habe einen Screenshot gemacht, das wollte ich nicht. Ob er jemals wieder von unten hochkommt? Nein. Langsam jetzt. Für immer verschollen. Oh ja. Muss noch Level Stein kommen. Excavation einfach auf Level 25 geboostet. Ich sollte mir den Ausgang wirklich zumauern. Nee, weiß ich nicht. Sauerbraten in Rohform? Na, nee. Aber wenn es so weitergeht, verhungert er wahrscheinlich eh da unten. Na, oh, du meinst, wann streamt der Noah wieder? Muss ich mal gucken. Wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Oh, das ist aber hoch hier, warte mal. Wo? Emmas Tante laden. Das Hauptlicht hatte ich ausgemacht, weil das Ding ja sowieso noch nicht fertig eingerichtet ist, beziehungsweise die Regale noch nicht fertig bestückt sind. Ja, das stimmt. Ja, Noah spielt gerade Brawl Stars. Was können das streamen? Wird bestimmt feiern, wenn ihr ja zwei schon Brawl Stars spielen darf. aber nur, wenn du die Monetarisierung vorher erreicht hast. Ja. Achso. Achso, ich hab die ja in der Hand. Ja, ich weiß.